dürften, sorgte für große Erleichterung. Malta? Ihr dürft nach Malta, morgen oder noch in dieser Nacht. Welches Land nimmt gerettete Flüchtlinge auf? Seit Monaten tobt darüber ein Streit. Italien fühlt sich von der EU alleingelassen. Nun hat der italienische Senat für ein neues Sicherheitsdekret gestimmt. Das sieht deutlich höhere Strafen für Seenotretter vor. Das Dekret gibt den Sicherheitskräften mehr Befugnisse und bedeutet mehr Kontrollen an den Grenzen, schreibt Innenminister Salvini auf Twitter. Rettungsschiffe könnten künftig konfisziert werden, Kapitäne sogar Geldstrafen von bis zu 1 Million Euro bekommen. Bis zu 10 Jahre Haft droht bei Widerstand gegen italienische Sicherheitskräfte, die Rettungsschiffe stoppen wollen. In diesem Jahr sind rund 34.000 Migranten übers Mittelmeer nach Europa gekommen. Einige hundert ließen bei der Überfahrt ihr Leben. Aktuell sind 4 Rettungsschiffe im Einsatz, darunter eines unter deutscher Flagge. Das UN-Flüchtlingshilfswerk befürchtet nun, die hohen Strafen könnten die Seenotrettung verhindern. Die Organisationen aber wollen noch mehr Schiffe losschicken.